Trotto, lustig, frech und froh. Kleiner Trotto, kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotto kann alles allein. Nein, Mamas Kuchen für den Muttertag backe ich allein. Na schön, Trotro. Falls du mich vielleicht doch brauchst, bin ich nebenan. Nein, nein, ich kann das ganz allein. Man nehme einen Joghurt und einen Becher Mehl. Zwei Becher. Oh, es kommt nichts raus. Und nun wird alles gut durchgerührt. Rühre, rühre. Und nun noch etwas Öl. Ich kann das Rezept auswendig. Jetzt fehlt nur noch Zucker. Papa? Papa? Ja, Trotro? Ich brauch den Zucker, der da oben steht. Holst du ihn mir bitte? Soll ich ihn in den Topf schütten? Nein, das kann ich selber. Und ein Ei. Oh! Ui, Pech, runtergefallen. Schon wieder ging's daneben. Sieh an, ein nettes Ei, das in der Schüssel landet. Rühre und rühre. Und hopp, ab in die Form. Papa, mein Kuchen ist fertig. Aber ich stelle den Ofen an. Ja, und ich beobachte den Kuchen, während er bäckt. Das dauert eine halbe Stunde, Trotro. Dann haben wir ja Zeit, einen schönen Rosenstrauß für Mama zu pflücken. Au, ja. Das tut weh. Tja, sie pieksen. Rosen haben Dornen. Dann ist es besser, wenn du sie pflückst. Aber ich schenke Mama den Strauß ganz allein. Ist fertig. Bitte hol ihn raus. Der Ofen ist ganz heiß. Das ist gefährlich. Wie der duftet. Mama wird sich freuen. Wenn Mama sich richtig freuen soll, dann muss aber die Küche aufgeräumt werden. Aber das schaffe ich nicht ganz allein. Hallo, ich bin zurück. Hier, für dich, Mama. Oh, so ein schöner Blumenstrauß. Vielen Dank, mein Kleiner. Komm, Mama, in der Küche wartet eine Überraschung. Den habe ich ganz allein gebacken. Oh, ein toller Kuchen. Vielen Dank, mein Trotro. Und die Küche ist so schön sauber. Die hat Papa ganz allein aufgeräumt. Danke, Papa. Und den leckeren Kuchen probieren kann ich auch ganz allein. Trotro macht Komplimente. Was kann ich nur machen, damit Nana mich lieb hat? Ah! Mama! 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 Ah. Mama, was kann ich nur machen, damit Nana mich lieb hat? Naja, du könntest ihr ein Kompliment machen. Was ist denn das, ein Kompliment? Ein Kompliment ist, wenn du sehr freundlich zu jemandem bist und ihm etwas Nettes sagst. Danke, Mama! Aber bevor ich zu Nana gehe, muss ich erst einmal üben, Komplimente zu machen. Du bist wirklich der allerbeste Teddy auf der Welt. Komplimente machen ist ja einfach. Hübscher Ball, du bist aber schön rund. Ich kann gut Komplimente machen. Jetzt kann ich Nana suchen. Guten Tag, lieber Herr Apfelbaum. Sie sind aber schon groß und grün. Oh. Vielen herzlichen Dank für den schönen roten Apfel, Herr Apfelbaum. Yum, yum, yum. Schmeckt sehr gut. Dankeschön. Mm.
Und Sie, liebe gnädige Frau Schaukel, schaukeln sich super gut. Oh, da ist ja Nana, toll! Oh, ich traue mich nicht. Ich muss gleich noch mal ein bisschen üben. Kleines, hübsches Blümchen, deine Blüten sind wunderschön. So, das reicht. Jetzt bin ich soweit, Nana ein Kompliment zu machen. Hallo, Trotro. Nana, du bist lustig. Du siehst ja aus wie ein reifes Radieschen. Hat Nana mir ein Kompliment gemacht? Ein Radieschen ist doch was Nettes. Nana hat mir ein Kompliment gemacht. Nana hat mich gern. Trotro und die Schildkröte. Oh! So ein komischer Stein. Klopf, klopf, klopf. Oh! Hey, das ist ja eine Schildkröte. Lauf doch nicht weg, kleine Schildkröte. Mama, Mama, guck mal, ich habe eine Schildkröte gefunden. Oh, sie hat sich in ihrem Haus verkrochen. Aber weißt du, da ist eine echte Schildkröte drin mit einem Kopf und vier Beinen. Ich glaub dir, mein Trotro. Geh schnell in die Küche und hol ein Salatblatt. Und gib es ihr zu fressen. Hallo, kleine Schildkröte. Komm raus, hab keine Angst. Ich bin dein ganz lieber Trotro. Ah! Das schmeckt, was? Warte! Deine Schildkröte läuft nicht sehr schnell, Teddy. Komm! Wir gehen spazieren. Oh. Was machst du da, Trotro? Ich gehe mit meiner Schildkröte spazieren, die ich heute gefunden habe. Ist die hübsch, aber nicht sehr schnell. Sie trägt ja auch ein Haus auf dem Rücken. Das muss ziemlich anstrengend sein. Ich habe eine Idee. Los, leg sie hinten drauf, Lilly. Ja! Ich hab die schnellste Schildkröte der Welt! Na, macht's dir Spaß? Du fährst viel zu schnell, Trotro! Hey! Die Arme hat sich in ihr Haus verkrochen. Huh, kleine Schildkröte! Klopf, klopf, klopf! Bist du da? Vielleicht weiß Mama, was man da macht. Mama, meine Schildkröte hat sich versteckt. Sie antwortet nicht mehr. Vielleicht ist sie müde und möchte sich ein bisschen ausruhen. Setz sie wieder ins Gras und spiel etwas anderes. Agathe! Agathe, wo bist du? Ah, meine Agathe! Aber das ist meine! Nein, meine. Sie ist mir weggelaufen und ich habe sie den ganzen Vormittag gesucht. Danke, dass du meine Schildkröte wiedergefunden hast. Ich habe Nana Schildkröte gefunden! Ich habe Nana Schildkröte gefunden, ja! Mama, sie hat mir ein Küsschen gegeben, weil ich ihre Agathe gefunden habe, ja! Wenn Trotro einmal groß ist. Ah! Wenn ich einmal groß bin, dann werde ich Häuser bauen. Bitte, mein Haus ist fertig. Badabum! Und wenn ich einmal groß bin, dann werde ich eine berühmte Eiskunstläuferin. Und ich werde ein Spitzenfußballer. Trotro, im Haus wird nicht Fußball gespielt. Ja, Mama. Warum spielt ihr nicht draußen? Nana wartet auf euch. Komm, Lilly. Nana, wir spielen, dass wir groß sind. Wir spielen Piloten im Flugzeug. Brumm.
Spielst du mit? Oh ja! Rum! 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 Wenn man ein richtiger Pilot sein will, muss man natürlich auch Fallschirm springen können. Und hopp, ich springe! Ich springe auch! Hui! Hopp, ich fliege! Wenn ich einmal groß bin, werde ich ein Dschungelforscher und überquere eine sehr gefährliche Brücke. Passt gut auf, da unten sind Krokodile. Moment gerettet. Danke, Toto. Die Forscher schlagen sich weiter durch den Dschungel. Vorsicht, ein Löwe! Wir werden von einem Löwen verfolgt. Schnell weg! Juhu! Jetzt bist du dran, Lilly. Fang! Juhu! Schnell, Nana, gleich hat dich der Löwe. Ja, ja, klasse, toll, Nana, klasse! Totro, Lilly, Nana, essen! Jetzt spielen wir, dass wir große, hungrige Monster sind und alles auffressen. Totro ist verliebt. Sieh doch mal, Lilly. Unser Totro sieht heute ganz verträumt aus. Er denkt an seine Freundin. Nana ist jetzt seine Freundin. Er will die ganze Zeit nur noch mit ihr spielen. La, 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 la. Ah, Nana. La, 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 la. Wie schade, dass sie mich nicht ansieht. Hoffentlich möchte sie heute mal mit mir spielen. Yippie! Oh. Ich würde gern mal mit ihr reden, aber ich traue mich nicht. Ich fände es schön, wenn sie mit mir spielen würde. Möchtest du mit mir wetten, Nana? Ach nein, dann mache ich mich schmutzig. Soll ich dir mein Fahrrad borgen? Nein, da reiße ich mir mein Kleid. Möchtest du mit Teddy spielen? Nein, ich hab doch Fanny. Hier, die ist für dich. Die Blume ist aber hässlich. Baust du eine Burg? Ich versuch's, aber sie ist leider viel zu klein. La 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 la. Ja, Totro, schneller! Sie ist langweilig. Totro und Lilly haben viel mehr Spaß zusammen. Du, Totro, darf ich auch mitspielen? Ja, gern. So, bitte. Ganz viel Sand für eine große Burg. Wir müssen ein Boot haben. Da ist noch eine Trotros Foto. Fotografieren, Totro. Mm.
Sei bitte lieb, Totro. Omi möchte seit Monaten ein Foto von dir haben. Na gut. Und mach diesmal keine Faxen. Nicht bewegen, Totro. Oh nein, Totro. Du sollst still sitzen. Gut, gleich noch einmal. Ah! Kannst du denn nicht einmal gehorchen? Und hopp! Und rolle rückwärts! Rolle vorwärts! Aha, endlich sitzt du still und schön lächeln. Oh, oh nein, Totro. Das ist gar nicht lustig. Ich mach keine Faxen mehr, Mama. Ja, schön. Perfekt. Du siehst sehr gut aus. Warte. Wieder nichts geworden. Ich habe eine Idee. Die Mütze, die mir Omi zu Weihnachten geschenkt hat. Ich setze sie für das Foto auf. Darüber freut sie sich ganz sicher. Schön still sitzen, Totro. Ich bin wieder da. Ah, Papa. Oh, nein. Dann sehen wir uns mal deine Fotos an. Totro macht aber tolle Grimassen. Alle misslungen. Wir können noch mal anfangen. Kein einziges Foto kann man davon gebrauchen. Nun können wir Omi kein Foto schicken. Hey, ich habe eine tolle Idee. Bitte sehr. Und hopp. Es gibt doch Klebeband. Da hast du ihn, Totro von Kopf bis Fuß. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, das ist ein Puzzlefoto von Totro. Totros Weihnachtsbaum. Papa, bist du fertig? So, bitte, jetzt steht er gut. Mann, ein toller Weihnachtsbaum. Ja, und er wird weiter wachsen, genau wie du. Weihnachtsbaum! Weihnachtsbaum! Prima, danke, Papa. Darf ich ihn jetzt schmücken? Gern, Totro. Ich weiß nur nicht, wo Mama den Weihnachtsbaumschmuck aufbewahrt. Und wann kommt Mama endlich wieder? Wenn sie ihre Einkäufe erledigt hat. Ich koche jetzt unser Festtagsessen. Es dauert viel zu lange, bis Mama wiederkommt. Schon bist du ein bisschen geschmückt, kleiner Weihnachtsbaum. Siehst du, das hält dich schon warm. Und hepp! Das sieht klasse aus! Die schönen Halsketten von Mama. Na, die sehen aber super aus, meine gelben Weihnachtskugeln. Papas Krawatten, das werden ganz tolle Girlanden. Schöne, bunte Socken für den Weihnachtsmann. Eine für Mama, eine für Papa und eine für Totro. Die Karte von Omi. Fertig. Irgendetwas fehlt aber noch. Der Stern! Ah! Quaki ist gelb wie ein Stern.
Jetzt nur noch du. Und es ist perfekt. Hallo, ich bin zurück. So ein schöner Baum. Ja, wirklich. Ja, und ich habe ihn ganz allein geschmückt. Er ist wunderschön geschmückt. Bravo, Trotro. Der perfekte Weihnachtsbaum. Man braucht nichts zu verändern. Nur Teddy, denn er kann nachts nur schlafen, wenn er bei seinem Trotro ist. Trotro baut ein Haus. Heute mache ich mich besonders schön, weil Nana gleich zum Spielen zu mir kommt. Trotro? Nana ist jetzt da. Hallo, Nana. Hallo, Trotro. Willst du mein Spielzeug sehen? Hier, sieh mal, meine Trompete. Und das hier, das ist mein Ball. Und das hier ist meine Tigermaske. Ich mag viel lieber mein eigenes Spielzeug. Und hopp. Ich baue ein super-duper Schloss. Das wird Nana sicher gefallen. Soll ich dir ein tolles Schloss bauen, Nana? Ja, wenn du magst. Hopp! Wir spielen, dass das unser Schloss ist, ja? Dein Schloss ist ja zusammengekracht. Jetzt muss ich nur noch ein Dach drauf machen. Oh, meine Güte, du bist aber ungeschickt. Ich gehe. Na, wenn's so ist, dann baue ich eben ein Häuschen für mich ganz allein. Ich habe meinen Rucksack vergessen. Wo bist du, Trotro? Was für ein hübsches kleines Haus. Gefällt es dir? Ja, sehr. Darf ich reinkommen? Wenn du möchtest. Willkommen in unserem Häuschen. Da hast du uns ein schönes Haus gebaut, Trotro. Trotro liest vor. Und nun, meine verehrten Damen und Herren, sehen Sie den unglaublichen Teddy. Er wird Ihnen eine riesen Vorführung auf dem Trampolin zeigen. Doing, doing, doing. Bravo, 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 Teddy. Jetzt wird aber geschlafen, Trotro. Noch nicht, Mama. Erst lese ich Teddy noch eine Geschichte vor. Ja, ist gut, Trotro. Teddy will nämlich nicht einschlafen, wenn man ihm keine Geschichte vorliest. Du kannst lesen, Trotro? Natürlich kann ich das. Hä? Stimmt's, Teddy, ich kann gut lesen. Zum Vorlesen, da muss man eine ganz tiefe Stimme machen. In der Steppe, ganz tief, im fernen Afrika. Ich kann die Wörter zwar nicht richtig lesen, aber die Geschichten kann ich schon auswendig. Ich weiß genau, was alles drin vorkommt. In der Steppe, ganz tief im fernen Afrika, traf ein Zebra eine Giraffe. Hm.
Geschichte ist zu Ende. Schläfst du noch nicht, Teddy? Dann hat dir die Geschichte sicher gefallen. Ich hab dir doch gesagt, dass du jetzt schlafen sollst, Trotro. Soll ich dir jetzt eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Aber bitte nicht die da. Die haben wir schon gelesen. Es war einmal vor langer Zeit, als es noch Feen und Zauberer gab. Wenn Teddy eingeschlafen ist, heißt das, ihm gefällt die Geschichte nicht. Du liest sie eben nicht so gut wie ich vor, Mama. Ja, das stimmt. Du kannst sehr gut vorlesen, mein Kleiner. Gute Nacht, Trotro. Gute Nacht, Teddy. Trotro mag keinen Fisch. Trotro, komm Mittagessen. Ich spiele noch, Mama. Komm schnell, sonst wird es kalt. Hier, Trotro. Oh nein, ich mag keinen Fisch. Das kann ich nicht essen. Ich hab's. Ich verstecke ihn. Blech. Genau, unterm Teller. Das geht nicht, das sieht man. Nein, so geht's auch nicht. Blech. So geht's immer noch nicht. Hast du aufgegessen? Ich habe eine Idee. Mama, ich bin fertig. Was, schon aufgegessen? Warte, ich bringe dir noch deinen Kuchen und binde die Serviette wieder um. Oh, oh, wie mache ich das denn jetzt bloß? Bitte, Trotro, hier ist dein Kuchen. Yum, yum. Ich bin fertig, Mama, ich geh spielen. Oh. Lilly, Nana, hallo. Ist das ein schöner Luftballon? Los, wir laufen alle mit dem Ballon um die Wette. Los, schneller. Aua, oh nein, mein Ballon. Oh wei, oh wei, da fliegt er weg. Mein Luftballon. Er ist weggeflogen. Weine doch nicht, Lilly. Warte, mein Taschentuch. Bravo, Trotro! Ein guter Zaubertrick, bravo! Der große Zauberer Trotro bedankt sich. Trotro fährt Schlitten. Der Schnee ist ja so schön. Ich probiere mal eine Flocke zu fangen. Oh, sie schmilzt in meiner Hand. Ach, ich weiß. Ich mache einen Schneeball. Das geht einfacher. Der Schnee ist weich wie Watte. Aber brrr, der ist kalt. Um sich aufzuwärmen, muss man sich die Handschuhe anziehen. So. Komm, Teddy. Weißt du was? Wir fahren jetzt beide mit dem Schlitten. Hörst du das komische Geräusch? Als würde ich durch zerknülltes Papier laufen. Es macht Spaß, durch den Schnee zu laufen.
Wenn man Schlitten fahren will, muss man bis nach ganz oben raufsteigen. Ah, ich rutsche ab. Ich sinke ein. Oh nein! Es ist ganz weich und tut nicht weh. Ist dir nicht kalt, Teddy? Da drin wird dir schon warm. Puh. Oh nein! Halt an, Schlitten! Hallo, Trotro. Darf ich auch mitspielen? Ja, hilf mir den Schlitten raufziehen. Das ist ein richtig hoher Berg. Jetzt können wir beide im Schlitten runterfahren, stimmt's? Na klar, Lilly. Hast du etwa Angst? Wir werden sogar ganz schnell fahren. Ich find's toll. Los, beeil dich. Du schiebst nicht doll genug. Halt dich gut fest. Jetzt schiebe ich ganz doll. Und dann springe ich rein. Warte auf mich. Du fährst zu schnell. Oh, das ist super toll! Oh ja, na bitte! Jetzt habe ich dich überholt, ja! Auf dem Brunnen macht's noch mehr Spaß! Trotro ist schlecht gelaunt. Musst du mich schon wecken, du Vogel? Du bist gemein! Mama! 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 Guten Morgen, Trotro. Na, gut geschlafen? Wo ist Mama? Mama ist zur Arbeit gegangen. Zieh dich schnell an und komm frühstücken, Trotro. Teddy, wo bist du? Papa, Papa, Teddy ist verschwunden! Such unter deiner Decke! Warum hast du dich versteckt, du Böser? So, das ist die Strafe. Du blöde Socke. Machst du den Kakao auch wie Mama? Keine Sorge. Sie hat mir erklärt, wie man ihn macht. Trink mal, Trotro. Aua! Meine Tasse ist viel zu heiß. Du musst pusten, dann kühlt es ab. Nein, ich gehe lieber spielen, bis er kalt ist. Mein Turm! Papa! Papa! Er ist eingestürzt. Komm her, mein Kleiner. Weißt du, warum dein Turm eingestürzt ist? Weil er von einem ganz müden kleinen Eselchen gebaut wurde, das nicht lange genug geschlafen hat. Hörst du, Teddy? Der kleine Vogel singt aber schön. Die freche Socke passt ja gar nicht zu der anderen. Wo hast du dich versteckt, kleine Socke? Haha, da ist sie ja. Kuckuck, mein Papilein. Ich geh meinen Kakao trinken. Papas Kakao schmeckt ganz besonders gut. Sogar wenn er kalt ist. Na, mein Trotro, bist du jetzt nicht mehr so schlecht gelaunt? Nein. Und gleich siehst du einen super klasse Turm, gebaut von einem Trotro, der ausgeschlafen hat. Trotro spielt im Haus.
Ich liebe Erdbeerkuchen. Trink aus, Trotro. Ich will einen kleinen Spaziergang machen, mein Junge. Möchtest du mitkommen? Nein, Papa. Ich bleib lieber zu Hause. Heute Nachmittag kommt nämlich Boba zu mir zum Spielen. Wie du willst. Dann bis nachher. Bis nachher. Wo bleibt denn Bobo? Hab Geduld, das dauert noch ein bisschen. Er kommt erst heute Nachmittag zum Kuchenessen. Spiel doch so lange allein. Ich will nicht alleine spielen. Mir ist langweilig. Hier gibt's überhaupt nichts zu tun. Da steht ja der neue Schaukelstuhl von Papa. Den probiere ich aus. Es macht Spaß, mit Papas neuem Stuhl zu schaukeln. Was gibt's denn hier im Haus noch Lustiges zu spielen? Auf dem Teppich kann man sicher tolle Purzelbäume machen. Ich werde meinen Rekord brechen. Und eins, und zwei, und drei, oh, ups. Puh, beinahe hätte ich die Vase kaputt gemacht. Zum Glück ist mir noch ein anderes Spiel eingefallen. Hopp! Ja, was für ein super-duper Trampolin! Und hopp auf den Füßen! Und hopp auf den Po! Und hopp auf dem Rücken! Ich hüpfe zu gern auf dem Bett rum. Und hier haben wir ein tolles Versteck. Aber es gibt ja gar keinen, der mich sucht. Oh. Trotro? Hm? Bobo ist da. Klasse, na endlich. Ich bleib hier in meinem Versteck, damit Bobo mich sucht. Hoffentlich findet er mich ganz schnell. Trotro? Trotro? Wo bist du? Wow! Hast du mich erschreckt, Trotro? Das war ja ein tolles Versteck. Ich weiß noch eins, Bobo. Komm mit. Das ist wie in einem kleinen Zelt. Bei euch kann man überall spielen. Das ist toll, Trotro. Ja, hier kann man immer was Lustiges machen. Besonders, wenn mein Freund Bobo zum Spielen da ist. Trotros Geschenk für Nana. Brumm, brumm. Trotro, hier ist ein Brief für dich. Ein Brief? Für mich? Klasse, ein Brief für mich. Wo ist er? Wo ist der Brief für mich? Da, auf dem Tisch, mein Trotro. Der ist ja groß. Oh, so eine schöne Karte. Schnell, Papa, was steht da drin? Trotro, du bist eingeladen, mit uns meinen Geburtstag zu feiern. Deine Nana. Oh ja, das ja, ist ja wunderbar, juhu. Trotro. Das ist eine Einladung von Nana. Toll, Mama, Nana hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen. Ja, das habe ich gehört, mein Kleiner. Schnell, ich brauche ein Geschenk. In der Kiste finde ich sicher ein schönes Geschenk. Das Auto? Nein. Ein Tuschkasten? Nein. Ein Eimerchen? Nein. Ah, das! Auch nicht. Ah, das ist gut. Mein altes, schönes Kuscheltuch. Guck mal, Mama, ich habe mein Geburtstagsgeschenk für Nana gefunden. Trotro, du schenkst dir doch kein altes Kuscheltuch. Warum denn nicht? Es ist schön warm und kuschelig. Ja, mein Kleiner, aber Nana hat bestimmt ein eigenes Kuscheltuch. Warum bist du so traurig, mein Kleiner? Mama will nicht, dass ich Nana mein Kuscheltuch schenke. Da hat sie vielleicht nicht ganz unrecht. Weißt du, Trotro, die meisten Mädchen haben Blumen sehr gern. Du kannst dir doch eine hübsche Kette aus Blumen machen. Ah. Ich zeig dir, wie das geht. So, pass mal auf. Du pflückst viele Gänseblümchen mit einem schönen, langen Stiel. Danke, Trotro. Und nun knoten wir sie immer an ihren Stielen zusammen. So kriegen wir eine schöne, lange Kette. Na, bist du soweit? Kann ich so gehen, Mama?
Oh, du siehst hervorragend aus, Totro. Hier, das ist mein Geschenk für Nana. Danke, Mama. Ah, da ist Totro. Hier, herzlichen Glückwunsch, Nana. Oh, danke. Und das hier habe ich für dich gemacht. Oh, ist das süß. Ich liebe Gänseblümchen. Ich freue mich sehr über dein Geschenk. Danke, Totro. Komm, gehen wir spielen. Lilly ist auch schon da. Sie hat mir ein Küsschen gegeben. Na komm. Totro will Bonbons. Mama, bitte. Kriege ich ein paar Bonbons? Aber Totro, hörst du nicht deine kleinen Zähne schreien? Bitte nicht, nein, nur keine Bonbons. Vielleicht, aber mein kleiner Bauch sagt, Bonbons schmecken gut. Na schön, einen gebe ich dir. Yippie! Den hier? Nein, lieber den gelben. Nein, den allergrößten. Danke, Mama. Ah, Yam Yam, ich liebe Bonbons. Aber sie sind so schnell weg. Na, zum Glück weiß ich jetzt, wo das Versteck ist. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Aber diesmal, da kann ich mir auch zwei nehmen. Ich habe eine Idee. Ich werde gleich einen in jeder Farbe probieren. Dann weiß ich, welchen ich davon am liebsten mag. Mmh, die mit Erdbeergeschmack sind toll. Mmh, die mit Zitrone schmecken auch gut. Ich finde sie alle unglaublich lecker. Totro, Lilly wartet draußen auf dich. Ich komme. Hallo, Lilly. Hallo, Totro. Oh. Aha. Sieh mal einer an. Oh, so ein frecher kleiner Vielfraß. Ich habe eine Überraschung für dich, Lilly. Hier. Oh, danke schön, Totro. Ich liebe Bonbons. Spielen wir Fang? Du bist. Komm essen, Totro. Ich glaube, ich habe keinen großen Hunger. Es gibt leckeren Spinat. Der riecht gut. Es gibt Spinat? Ich habe Bauchschmerzen. Ach ja? Vielleicht ist es dein kleiner, frecher Bauch, der dir sagt, dass du zu viel Bonbons genascht hast. Ich glaube eher, dass mein kleiner Bauch mir sagen möchte, dass er Spinat gar nicht mag. Totro, der kleine Tiger. So, Teddy, heute verkleide ich mich als wilder Tiger. Ich brülle wie ein Tiger. Ich springe wie ein Tiger. Ich bin gefährlich wie ein Tiger. Irgendwas fehlt mir aber noch, um ein echter Tiger zu sein. Jetzt bin ich aber ein richtiger Tiger. Ich springe. Ich bin gefährlich. Hab keine Angst, Teddy. So ist das. Tiger sind gefährlich. Ich habe einen richtigen Tigerhunger. Ich fresse dich schon nicht auf. Tiger fressen keine Teddys.
Im Dschungel zu jagen ist schwierig. Aber ich kann es. Ich kann mich anschleichen. Psst. Ohne, dass mich jemand hört. Ich werde mich verstecken, so dass mich keiner sieht. Das riecht aber gut. Trotro und das Zelt. Ich hab ne Idee. Das ist jetzt mein Zelt. Trotros eigenes kleines Zelt. Ich ziehe sofort ein und Teddy bringe ich auch mit. La la li li la la. Wir haben es gemütlich in unserem Zelt, nicht Teddy? Super, klasse. Bist du da, Trotro? Ja, wie findest du mein Zelt, Lilly? Es ist sehr schön. Es muss Spaß machen, da drin zu spielen. Darf ich reinkommen? Oh, das geht nicht. Das Zelt ist viel zu klein für zwei. Ich meine für drei. Macht nichts. Ich suche mir ein eigenes Zelt. Ich habe ein großes Zelt gefunden. Hallo, Nachbar! Hallo, Nachbarin! Du hast ein schönes Zelt, Lilly, aber meins ist noch besser. Bei uns ist es zwar kleiner, aber gemütlich. Stimmt's, Teddy? Oh, Teddy, wo bist du? Mein schönes Zelt ist eingestürzt. Dann komm doch her an meins. Hier drin ist viel mehr Platz. Ich hab ne Idee. Komm mal her, hilf mir mal. Gerne. Siehst du, Lilly? So ist unser Zelt noch viel schöner. Bravo, Trotro. Guck mal. Wir haben sogar einen Eingang. Oh. Teddy kommt auch zu uns. Das ist das schöne Zelt von uns allen dreien. Trotros Lieferwagen. La 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 la. Und fertig sind 5 leckere Kuchen. Jetzt muss ich sie nur noch hübsch machen. Hier, Lilly, guck mal, was ich gepflückt habe. Und das hier? Das wird lustig. Mhm.
Tag, Frau Blumenverkäuferin. Ich möchte einen hübschen Strauß kaufen. Der kostet genau einen Kuchen. Das ist nicht teuer. Ich nehme ihn. Bitte sehr. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Das duftet. Guten Tag, Frau Bäckerin. Yum, yum, Ihre Kuchen sehen ja gut aus. Entschuldige bitte, Nana, das war keine Absicht. Spielt ihr verkaufen? Dürfen wir mitspielen? Ja, gern. Was möchtet ihr denn Schönes verkaufen? Ich weiß, was ich verkaufen will. Wartet mal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann ja Kuchen backen. Oh nein, denkt ihr was anderes aus. Ich bin die Bäckerin. Hereinspaziert, hereinspaziert. Macht alle mit beim großen Bada-Bada-Bum-Spiel. Ein Schuss für einen Blumenstrauß oder einen Kuchen. Oh ja, ich will unbedingt spielen. Ich geb dir einen Strauß. Dankeschön. Hier. Klasse! Oh ja, oh ja, toll! Jetzt ich, Bobo. Du bekommst von mir einen Kuchen für einen Schuss. Ist gut, hier. Ist das lustig? Ich hol dir noch einen Kuchen und werfe gleich nochmal. Ich auch. Ich hol dir noch einen Strauß. Jetzt weiß ich was. Bleibt bitte alle, wo ihr seid, ja? Wo will er denn hin? Mein Beruf ist Lieferwagenfahrer. Trotros Blitzlieferwagen fährt alles. Hier ist Trotro, der Blitzlieferer. Trotros Bett. Und der Prinz umarmte seine Prinzessin. Die Geschichte ist zu Ende, Trotro. Und jetzt wird brav geschlafen. Bleib noch ein bisschen bei mir, bitte, Papa. Was ist denn, Trotro? Hast du es denn nicht gemütlich in deinem Bett? Doch, aber ich liege nicht gerne allein im Bett. Aber du bist nicht allein. Mua. Teddy schläft doch bei dir. Aber ich habe ein bisschen Angst. Teddy genügt mir nicht. Mama hat ganz warme Füße und Papa schnarcht die ganze Zeit. Hier ist es richtig gemütlich. Trotro übertreibt. Und wir haben gar keinen Platz mehr. Oh nein, da ist er schon wieder. So können wir nicht schlafen. Trotro ist schon groß. Er muss einsehen, dass er in seinem Bett schlafen muss. Mama, Papa, wo seid ihr? Wunderbar geschlafen. Raus da mit euch! Und der Wolf verschwand im verschneiten Wald. So, Trotro, die Geschichte ist zu Ende und jetzt wird geschlafen. Warum bist du dann noch hier? Willst du mir heute Nacht wieder das Bett wegnehmen?
Gute Nacht, Trotro. Pass gut auf dein Bett auf. Gute Nacht, Papa. Trotros Zoo. Es regnet so doll. Wir können nicht draußen spielen. Ich weiß was. Vielleicht hört es auf, wenn wir beide auf einmal sagen, Stopp, Regen! Na los, auf drei! Eins, zwei, drei! Stopp, Regen! Es funktioniert nicht. Nanu, ihr beide seht aber traurig aus. Es regnet so doll und wir können nichts spielen. Was haltet ihr denn davon, ein Tierratespiel zu machen? Was ist denn ein Tierratespiel? Passt auf, ich mache jetzt ein Tier nach und ihr müsst raten, welches. Ein Huhn! Ja, genau. Nun spielt allein weiter. Ich mache euch inzwischen einen leckeren Kakao. Gut, ich fang an. Quahak, quahak. Das ist ein Frosch. Gewonnen. Und jetzt du. Quack, 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 quack. Das ist ja leicht. Du bist eine Ente. Jetzt ich. Miau, 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 miau. Ich weiß, du bist eine Katze. Ja, und jetzt wirst du gefressen, kleine Ente. Ich bin keine Ente mehr. Ich bin ein großer Hund. Miau, 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 miau. Du kannst mich nicht einholen, Hund, denn jetzt bin ich ein schnelles Pferd. Und ob ich dich einholen kann, Pferd, denn jetzt bin ich ein böser, böser Wolf. Au. Und ich bin ein Bärenpapa, der in Ruhe seine Zeitung lesen möchte. Auch wenn der Wolf mich fängt, habe ich keine Angst, denn jetzt bin ich ein Tiger. Du kannst mich nicht fressen, ich bin stärker. Ich bin ein Elefant. Ja, aber ich bin ein Tiger-Elefant. Was? Aber Tiger-Elefanten gibt es doch gar nicht. Doch, jetzt gibt's sie schon. Ich habe sie gerade erfunden. Kinder, der Kakao ist fertig. Bitte sehr, Jungs. Ich habe euch auch noch leckere kleine Brote geschmiert. Wir wollen aber keine kleinen Brote, wir wollen riesengroße Brote. Wir sind nämlich Elefanten. Stimmt's, Bobo? Ja. Und Trotro, der ist ja sogar ein Tigerelefant. Trotro und der Blumenstrauß. Papa kommt vom Markt nach Hause. Hallo, Papa. Hallo, Trotro. Ich trag den Korb, ich trag den Korb. Aber nein, Trotro. Der Korb ist doch viel zu schwer für dich. Allerdings, ich glaube, du kannst das hier tragen. Ein Lutscher, danke, Papa. Keine Süßigkeiten vor dem Mittagessen. Hier, der ist für dich. Oh, vielen Dank. Und wie die riechen. Das ist aber lieb von dir. Oh, Mama freut sich ganz doll. Ich habe eine Idee. Wenn ich Nana einen Blumenstrauß schenke, freut sie sich bestimmt genauso darüber wie Mama. So, also ich muss unbedingt ein paar hübsche Blumen für Nana finden. Da ist ja eine. Kleine Blume, du bist die erste für meinen schönen Strauß. Und du riechst so gut. Ja, ein schöner Klatschmond für meinen Strauß. Oh, so ein schönes Blatt. Komm her, du musst auch in meinen Strauß. Ach, Lilly hat ihre Schippe vergessen. Die ist auch hübsch, die tue ich auch in meinen Strauß. Ah. Was könnte ich denn noch in den Blumenstrauß für Nana reintun? Das! Passt gut, die kleine Bürste. Der Staubwedel.
Ich weiß genau, was meinen Blumenstrauß noch viel, viel hübscher machen wird. Tut mir leid, Teddy, aber das wird ein Geschenk für Nana. Siehst du, der schönste Blumenstrauß der Welt. Oh, ich muss ihn zusammenbinden. Mal sehen, was ich im Schrank finde. Nein, der Schal ist zu dick. Nein, das auch nicht. Nein. Nein. Ach hier, die Farbe ist schön. Fertig. Nana wird sich vielleicht freuen. Hallo, Nana. Hallo, Toto. Was versteckst du denn da hinter deinem Rücken? Hier, Nana, der ist für dich. Für mich? So ein wunderschöner Blumenstrauß? Ich werde ihn mein Leben lang behalten. Danke, Toto. Willst du den tollen Lutscher da auch dein Leben lang behalten?